Für YouTube-Fans ist Köln derzeit der Mittelpunkt des Universums. Seit Freitag laufen in der Domstadt die Videodays, bei denen sich mehr als 200 Künstler die Klinke in die Hand geben. Darunter viele Stars der Szene wie die Lochis, Ape Crime oder Mike Singer. Die Gelegenheit für Fans, ihren Stars so nah wie nie zu sein. Schließlich können sie ihre Lieblings-YouTuber sonst nur auf dem Bildschirm oder dem Display ihres Smartphones bewundern. Dementsprechend hoch war der Kreischpegel am roten Teppich, als die Stars an ihren Fans vorbeiflanierten, Autogramme gaben und für ein Selfie posierten. YouTuberin Melton Music, die als Sängerin große Bekanntheit erreichte, ist von der Fanliebe überwältigt. Ich freue mich sehr. Und die Kinder hier sind alle so süß, alle so lieb und die freuen sich so mega. Also ich freue mich echt sehr. Auch Jenny Dakota und Joely White, die durch die App Musical.ly berühmt wurden, sind ganz aus dem Häuschen. Ja, auf jeden Fall. Das ist alles sehr neu für uns und wir sind sehr aufgeregt, aber es macht einen Menschen Spaß. Ja. Richtig viel Spaß, auch die Fans hier zu treffen und Musical.ly-Stand dieses Jahr auch hier zu haben. Das ist sau cool. Während die meisten Erwachsenen diesen Trend zum Teil nur sehr schwer nachvollziehen können, feiert der Nachwuchs seine YouTuber als absolute Superstars. Der Veranstalter der Videodays, Christoph Krachten, mit seinem Versuch, den Hype zu erklären. Die junge Generation nutzt die Medien ganz anders. Sie twittert, sie Facebook, sie guckt Online-Videos und dadurch hat sich der Alltag komplett verändert. Das heißt, ein Fernsehprogramm, wo ich um eine bestimmte Uhrzeit eine bestimmte Sendung gucke, das passt nicht mehr in den Alltag. Dazu kommt, Social Media bedeutet, alles, was diskussionswürdig ist, wird diskutiert und wenn es das nicht ist, wird es nicht geteilt. Das heißt, diese Videos wecken auch ein bestimmtes Bedürfnis, eben Themen zu haben, über die ich reden kann. Und deshalb werden diese Videos so stark geteilt, so stark diskutiert und die Leute, die sie machen, sind das Gesprächsthema in der jungen Zielgruppe. Der Videoday ist das größte YouTuber-Treffen Europas, das einmal jährlich zeitgleich mit der Gamescom in Köln stattfindet und Tausende von Besuchern anzieht.